Berlin am Samstag. Böller, Flaschen und Steine fliegen. 750 Neonazis demonstrieren, komplett in Schwarz. Die Polizei muss sie immer wieder zurückdrängen. Brisant. Eine linke Gegendemo ist zum Teil nur 5 Meter entfernt. Die verfeindeten Gruppen laufen direkt nebeneinander auf der gleichen Straße. Ich bin nicht Antifa, ich bin Bürger meines Landes, ihr seid Opfer, Mann. Ihr seid verloren, ihr seid, oh Gott, Alter, ihr habt, oh Scheiße, Mann. Ey, ist so traurig. Ich verstehe nicht. Die Rechten treten aggressiv auf. Größtenteils sind es sogenannte nationale Sozialisten und autonome Nationalisten. Äußerlich kaum von den linken Gegendemonstranten zu unterscheiden. Gegen Nazis habe ich natürlich was und dann bin ich erst bei den Nazis gelandet. Weil, die sehen ja fast genauso aus wie Linke inzwischen und war doch sehr, sehr nervös irgendwie und fand das sehr erschreckend. War auch sehr faszinierend anzugucken, welche Leute überhaupt sogar eine rechte Gesinnung haben, die man es gar nicht ansehen würde. Nämlich? Nämlich Leute, weil weiß ich was, Leute mit langen Haaren oder so, weiß ich nicht, also die eigentlich gar nicht ins Klischee passen von einem Nazi. Anlass für den rechten Aufmarsch war ein Anschlag auf eine bei Neonazis beliebte Kneipe. Bei der Flucht der Angreifer wurde ein Rechtsradikaler überfahren, er liegt im Koma. Die Veranstalter der Demonstration machen Linksradikale für die Tat verantwortlich. Doch die Polizei hat andere Ermittlungsergebnisse. Alle Personen haben nach unseren bisherigen Erkenntnissen überhaupt keine politischen Erkenntnisse. Das heißt, wir gehen im Moment absolut von einer unpolitischen Tat aus. Es sind nach unseren momentanen Ermittlungsergebnissen Menschen gewesen, die auch einmal in dieses Lokal wollten, wohl abgewiesen wurden. Und es kam dann wohl auch noch zu leichteren Auseinandersetzungen. Und offensichtlich wollte man sich dafür rächen. Den Rechtsradikalen war diese Information bekannt. Dennoch wird der Anlass für Stimmungsmache gegen Linke genutzt. Anmelder ist ein ehemaliges Mitglied der verbotenen Kameradschaft Tor. Motto der Demo: vom nationalen Widerstand zum nationalen Angriff. Der Deutsche wird erst dann wach, wenn ihm der Wind mit aller Macht ins Gesicht schlägt. Und dafür muss der Wind in diesem Land offensichtlich noch viel härter blasen. Wir warten darauf, wir stehen bereit, wir freuen uns auf diesen scharfen Wind. Trotz der aufgeheizten Stimmung gibt es nur vereinzelte Zwischenfälle. Die Polizei bezeichnet die Demonstrationen als weitgehend friedlich. 26 Personen werden festgenommen. Ey Leute, ich hab gar nicht gemacht, ich stand nur da. Warum wurde ich festgenommen? Die Demo der Rechten war kurzfristig nach Berlin-Mitte verlegt worden. Vielleicht auch deshalb wirkt die Antifa-Szene unorganisiert. Es gelingt ihr nicht, die Neonazis längere Zeit zu blockieren. Kreativen Widerstand gibt es dennoch. Seid ihr nur zu zehnt? Ohne Verfassungsschutz werdet ihr nur zu zehnt. Ohne Verfassungsschutz werdet ihr nur zu zehnt.